Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Multiplayer-Let's Play von dem Spiel Insurgency. Ich habe es ja schon öfters mal im Stream erwähnt oder schon öfters mal dort gezockt. Dieses Spiel ist momentan die perfekte Zwischenlösung, was Multiplayer-Gameplay auf meinem Kanal angeht. Denn wir haben auf der einen Seite Verdor mit dem ersten Weltkriegssetting und auf der anderen Seite Red Orchestra 2 mit dem zweiten Weltkriegssetting. Und jetzt kommt dieses letzte Puzzlestück Insurgency hinzu, was das Ganze vervollständigt. Denn wir haben hier das moderne Zeitalter des Krieges. Heißt also, wir haben hier Afghanistan-Konflikt, Taliban gegen Amerikaner. Und ich habe das jetzt ein paar Stunden gespielt und kann es einigermaßen umschreiben, wie man das am besten denn vergleichen kann mit anderen Spielen. Denn viele denken wahrscheinlich auch, nee, nicht schon wieder Multiplayer-Shooter. Aber dieses Ding sticht dann doch ziemlich heraus, denn man hat hier verschiedene Elemente aus verschiedenen Multiplayer-Shootern entnommen, hat das Ganze dem Setting angepasst, hat das Ganze mit frischen Ideen versehen und hat es dann in dieses Spiel gepackt. Denn wir haben die Immersion, also das Mittendrin-Gefühl, den Sound, das Taktik- und Teamplay-Erlebnis eines Arma 2. Und wir haben auf der anderen Seite diese ganzen Features, ja, zum Beispiel dieses, du bist mit einer Kugel gleich tot zum Beispiel, wenn du richtig triffst, von einem Red Orchestra 2 und so ein paar kleine Features wie dieses Bild-in-Bild beim Sniper und zum Beispiel. Und diese ganzen Elemente fleichen aus dem ein oder anderen Multiplayer-Spiel, wie zum Beispiel Counter-Strike, so ein paar Modi entnommen, wie gesagt, das Ganze angepasst, vom Setting her aufgehübscht, das alles zusammen in ein Paket zusammengeschnürt und einfach mal reingestopft, das ist ungefähr Insurgency für mich momentan. Man kann es natürlich bestimmt auch ein bisschen anders beschreiben, aber für mich ist es so am besten erklärt und für mich bietet das einfach jede Fläche. Ja? Man hat hier moderne Waffen, man hat hier ein tolles Teamplay-Gefühl im Multiplayer und man hat einen sehr tollen Realismusgrad, der nicht zu anspruchsvoll ist, dass man gleich die Flinte ins Korn wirft, sondern genau in so einem richtigen Grad, wo man noch Spielspaß hat und ständig gefordert wird und mit Köpfchen vorangeht. Und um euch das Ganze heute ein bisschen schmackhafter zu machen und vielleicht dem einen oder anderen zu überreden, das Ganze zu kaufen, denn momentan ist es noch im Angebot, es gibt 10% Nachlass beim Steam momentan und eventuell kauft sich das ja einer heute nach dieser ersten Folge, nach diesem ersten Einblick, denn ich werde es in der nächsten Zeit dann öfters mal Multiplayer spielen und vielleicht sagt einer andere, komm, ich join einfach mit auf den Server, da können wir dann gemeinsam ein Squad aufmachen und dann gemeinsam im Kampf gegen die Taliban herrschen. Und um das Ganze vielleicht doch einfacher für mich zu machen, haben wir heute mal das Tutorial-Level ausgewählt. Das heißt, wir haben hier gleich einen Major, der uns ein bisschen die Tutorials, also die Basics vom Spiel erklärt. Was gar nicht mal so schlecht ist für euch vielleicht und für mich ein bisschen dazu als Ausfrischung, was ein paar taktische Elemente angeht. Denn das ist gar nicht mal so einfach, das Spiel. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen einfach mal, ja. Und morgen um 15 Uhr wird es dann die erste offizielle Multiplayer-Folge geben, wo man dann auch ein bisschen Gameplay sehen kann. Dem ersten wird es wahrscheinlich aufgefallen sein, die Soundkulisse, die Ambient-Sounds sind wirklich erstklassig. Also wenn man so Battlefield 4 mit vergleicht, was momentan von vielen als top angesehen wird, was Sound angeht, was ich auch gnadenlos zugeben muss, da haben sie schon ausgepackt. Aber Insurgency ist noch, wo man sagen kann, noch ein bisschen Tick realistischer, was Ambiente angeht, dass so man wirklich merkt, man ist in einem Kampfszenario und nicht in was weiß ich, auf einer Südseeinsel, wo man ein bisschen mit Schiffen kämpft. Also man merkt hier schon, man hat hier sehr, sehr viel Liebe ins Detail gesteckt und das Ganze ist, wie gesagt, noch ein Steam Early Access Game, heißt also, das Ganze ist noch in der Entwicklung, man kann sich das jetzt aber jetzt schon kaufen. So, ich würde sagen, lange Rede, kurz, wir fangen einfach mal an und beginnen das Tutorial mal durchzunehmen. Und morgen geht es dann offiziell um 15 Uhr los mit den ersten Multiplayer-Folgen. Hey, over here! Go around the back! Ich hoffe, es gefällt euch, also mir macht es sehr, sehr viel Spaß. Und es ist einfach einzigartig. Also ich hatte so viel Spaß schon und wir werden es morgen dann einfach mal sehen im Multiplayer. Okay, that's good. You can follow basic directions. That's a start. Look, it's getting late. I'd like to be in my bunk before midnight. I'm not gonna ride you. Let's keep it short. Let's cover everything. Head on inside. Time to gear up. Grab the sidearm on the table. This is your personal weapon. You can modify it as you see fit. You will be issued a primary weapon on deployment based on your role, and you will always have the option to carry a secondary. Move into the next room. Mal ganz kurz auf die Optik einzugehen, und zwar man sieht ja gleich auch, was die Meldung angeht, das ist die Source Engine, die auch sie Half-Life 2 und Portal nutzt. Und ich muss aber sagen, vom grafischen Aspekt her ist das Spiel echt ordentlich. Also es gibt sehr, sehr gute Lichteffekte, die auch bei der Half-Life, beziehungsweise bei Half-Life 2 und Portal auch ziemlich gut sind. Und klar, Texturen ein bisschen matschig, aber ich muss sagen, das fällt einem gar nicht so auf im Spiel, denn das Mittendrin-Gefühl, was wir dann morgen erleben werden, das ist echt bombastisch.
Und ich denke mal, grafisch wird sich das vielleicht noch ein bisschen ändern. Ist wie gesagt noch ein frühes Stadium, aber es läuft sehr, sehr stabil. Und ich sag's euch, Leute, für 13 Euro bekommt ihr einen riesengroßen Umfang jetzt schon mitgeliefert, was bei Weitem alles vernichtet, was ich bislang in meinem Early Access Game gespielt habe. Also selbst ein DLC, was 10 Euro mehr kostet, da ist noch lange, bei Weitem noch lange nicht so viel drin wie in diesem Spiel. Also man sieht das dann morgen, wie viel Modi es schon gibt, wie viele Karten. Es ist einfach Wahnsinn. Start with a warm-up. I want you to hit this target 10 times as close to the center as you can. Try it without using your iron sights. Good. Now I'm going to lower a moving target. I want you to hit it at least 10 times as it's moving. You can try using your sights now. Ich versuche noch ein bisschen zu erklären, also wir müssen jetzt hier ein bewegendes Ziel hier mal treffen. Das ist keine große Kunst, das sage ich mal. Congratulations. Move up to the next area. Das Schöne ist, es gibt so kleine Details, wie zum Beispiel dieser Rauch aus dem Lauf der Waffe, wenn man wirklich sehr, sehr schnell feuert. Und auch so Sachen, was ich jetzt schon fast mit Arma so ein bisschen verglichen habe, man hat hier zum Beispiel auch dieses Dead Zone-Gefühl. Also man kennt das ja aus Arma, wenn man zum Beispiel in Option diese Dead Zone-Limit einschaltet, dass man so ein bisschen die Waffe parallel zum Körper bewegen kann, heißt also die Hände so ein bisschen unabhängig vom Körper, von der ganzen Kamera. Also man sieht ja so ein bisschen, man kann das Ganze noch ein bisschen bewegen, nicht ganz so extrem wie in Arma zum Beispiel, aber man sieht schon so klein angedeutet, was ich meine, dass die Hand sich ein bisschen extra bewegt als das ganze Ding. Also das sind so kleine Details, die mir halt sehr, sehr viel Spaß machen und das Ganze halt auch ein bisschen realistischer darstellen. Das sind sehr wichtige strategische Assets. Der Feind wird versuchen, diese zu finden und diese zu zerstören, um unsere Supplies zu gewinnen und den Vorteil zu gewinnen. Und wir versuchen, das Gleiche zu ihren. Du kannst deine Teams Waffen Waffencaches in der Field wechseln, wenn du genug Supplies hast. Geh zur Feuerungsbooth. So, was so ein guter Mann jetzt noch erklären wollte, das sind solche Waffenkisten, die findet man auch später im Multiplayer häufig mal, also wenn es halt in dem Modi vorhanden ist. Und das Ganze wird im Nachhinein noch im Tutorial später erklärt, ich habe das Ganze schon mal ein bisschen vorgetestet, dass jetzt das Ganze vielleicht nicht so langweilig ist. Und man hat hier halt ein paar Möglichkeiten, sich auszurüsten, zum Beispiel gehe ich mal ganz kurz auf die Pistole ein, die M9. Man hat hier zum Beispiel das tolle, diese Supply Funktion, dieses Feature. Ja, man hat hier unten Remaining Supply, man sammelt diese Punkte, indem man in Multiplayer bestimmte Aufgaben, Flaggen einnimmt und sowas und mit dem Team gemeinsam was erobert. Und durch diese Punkte kann man seine Waffen aufrüsten und auch neu dazu holen, die aber nicht für das ganze Spiel ist, sondern pro Runde. Heißt also, anders als bei einem Battlefield, wo man das freischalten muss nach bestimmten Kills, schaltet man das hier nach und nach frei, indem man wie viele Punkte man in dieser Runde erlangt hat. Und wenn ich sage, ich habe jetzt in einer Runde drei Flaggen angenommen, habe ich jetzt drei Supply-Punkte beispielsweise und kann mir dann einen Suppressor drauf machen, also einen Schalldämpfer. Und das bleibt dann so lange bestehen, bis halt die ganze Runde komplett ist, bis ein neuer Modus oder eine neue Karte geladen wird. Und das ist schon irgendwo so ein bisschen Fairness, finde ich, wo man wirklich sehen kann, okay, ich bezahle für ein Spiel den vollen Content, bekomme am Anfang auch gleich alles gestellt, ich muss nichts freischalten und kann das mir beliebig, wie ich das möchte, aufrüsten. Es gibt so keinen Vor- und Nachteil, was Spielerfahrung angeht, also wenn welche schon länger spielen, dass die bessere Waffen haben, sowas gibt es in diesem Spiel nicht, was ich schon sehr, sehr wichtig finde. Und das Schöne daran ist, was wir dann morgen sehen werden, dass es keinen Killfeed gibt. Heißt also, das, was mir bei Red Orchestra und Verdorn so ein bisschen fehlt, ist, dass man eine Anzeige bekommt, wenn man jemanden tötet. Also hier ist es so, man tötet jemanden, aber man bekommt keine Meldung. Das heißt, es gibt keine Punkte und man sieht nirgendwo auf der Anzeige, okay, Spieler XY hat mit der M16 jemanden ausgeschaltet. Also sowas gibt es nicht. Man muss sich dann selbst vergewissern, habe ich den jetzt tödlich getroffen oder ist er nur schwer verletzt? Und das ist so ein bisschen so der Reiz, der auch den Multiplayer ausmacht, weil das hat mir schon ziemlich oft das Leben gekostet. Und ich denke mal, das werden wir dann in den nächsten Folgen so oft sehen, dass ich mich vertue, wenn der Gegner noch so halb lebt. Also es ist ziemlich spaßig. So. Ziel ausscheiden, zwei Hits pro Target. So, Pistole alle, nachladen schnell. Outstanding. That's a pretty twitchy finger you got there. For this next exercise, I want you to sprint to the next location and jump over any obstacles on your way there. Move as fast as you can. I'll open a path for you on your right. Ready? Ist also so ein bisschen das obligatorische Call of Duty Tutorial, ja, so ein bisschen Hindernisparcours, ein bisschen Schießstand. Aber das Ganze ist hier noch ein bisschen ausgeweitet, also es gibt noch mehr zu erleben in der nächsten Zeit. Also Call of Duty hätte man jetzt wahrscheinlich schon den Schwierigkeitsgrad auswählen können. Und hier ist das Ganze ein bisschen erweitert, was die Funktion angeht.
Keep that in mind. See the pit with the van and the building across? We placed some targets there. They'll pop up in a second. I want you to hit them as you see them. Get ready. So Ziele ausschalten, die dann zufällig aufploppen. Ich sehe das mal wieder anders. Also ich habe das ja schon zweimal gemacht und ich sehe das mal anders von der Reihenfolge. Zum Beispiel der Van kam meistens bei mir zum Schluss. Ach verdammt. Ja, wenn man richtig ziert und jeden Schuss sitzt, dann kann man das auch ohne Nachladen schaffen. So you can shoot accurately over 20 feet with your sidearm. Remember that you have your sidearm to fall back on if you run dry at your primary. Let's head back inside for the next exercise. Follow me. Also ich muss euch auch sagen, wenn ihr euch das Spiel kauft, dann macht auf jeden Fall das Tutorial. Nehmt euch die halbe Stunde, die das jetzt hier geht. Ich weiß nicht, wie lang genau. Aber nehmt euch die Zeit und guckt euch das Spiel richtig an, weil das ist echt überlebenswichtig im Multiplayer. Gerade auch diese Funktion jetzt. I want you to get familiar with resupplying. It's very important. You won't be any use to your team if you run out of ammunition. So watch your ammo, keep an eye out for your team's weapon caches. You can also change your gear at a weapon cache. You have the choice between light and heavy armor for protection, and a chest rig or a chest carrier for ammunition. A chest rig will allow you to carry the standard amount of ammo, whereas the chest carrier allows you to carry more, but it's gonna be a bit heavier. Always keep an eye on how much gear you're carrying. It'll affect your weight, how fast you can move, and how quickly you'll get fatigued. Go ahead and equip the light armor and a chest rig. We've got a contract going with a supplier, so those two items are free for us. Get used to wearing them. Gear up and move up. So, was uns jetzt der gute Mann erklären wollte, ist, dass man jetzt die Möglichkeit hat, im Multiplayer diese Punkte zu sammeln und sich dadurch auszurüsten. Und ich glaube, am Start hat man pro Runde, glaube ich, 3 Punkte. Das heißt, man kann sich eine primäre und eine sekundäre und einen Handgranaten zum Beispiel kaufen. Aber was wir jetzt machen werden, was kostenlos ist, zum Beispiel eine leichte Rüstung und eine Weste zu kaufen, die so ein bisschen Munition mitliefert. Und hier unten sieht man schon dieses Gewichtsbalken, was man auch vielleicht von Arma 3 kennt, was Gewicht angeht. Und je voller das Ding ist, desto langsamer bewegt man sich, desto unagiler ist man. Und das muss man wirklich darauf achten, dass man Multiplayer-Modus nicht zu übergewichtig ist, was das Gewicht angeht. Denn es kann passieren, dass man dadurch, naja, wirklich dann im Nachteil ist und wirklich sehr, sehr im Nachteil ist. Also immer darauf achten, was man mitnimmt und was man dann einkauft. Gut, dann machen wir uns mal zum nächsten Punkt. Denn wir sind hier gerade noch am Anfang des Tutorials und wir wollen das ein bisschen schneller über die Bühne bringen. Okay, let's get serious. Wenn das Ganze nicht eine Stunde hinauszögern. Das ist halt doch ein bisschen länger hier. Room, eliminating all the targets as fast as you can. Get ready. Go! Okay, das ist ein ganz kurzer Parcours. Na, es hängt irgendwo fest. Room secure! Room clear, go! On your belly, crawl under! Faster, go! Outstanding work. Great timing. You got some moves. You broke our record. All right. We're done for the sidearm training. Move up to the next building for primary weapon training. I'll meet you there. So, haben wir also einen Rekord gebrochen. Ich weiß natürlich nicht, welchen Rekord, ob das nur gesagt wurde, wenn wir es gut gemacht haben. Aber ich muss sagen, das Tutorial haben sie echt mit sehr, sehr viel Liebe gestaltet. Also es ist nicht so ein Durchgehaste mit hier hast du die ganzen Waffen, hier jetzt ab in den Krieg, sondern das ist ganz ein bisschen ruhiger, ein bisschen ausführlicher erklärt. Und jetzt kommen auch wir zum nächsten Punkt, und zwar was die Karabiner angeht, so Sturmgewehre, was das Ganze auch nochmal ein bisschen interessanter macht. Welcome to primary weapon training. You've just received supplies. You and your team will be awarded these supplies for completing objectives or defending our weapon caches. Make sure to always know what your team's current goal is. If you fulfill this goal, you will get more supplies to continue fighting. We get paid to do a job. We have contracts, specific tasks, and expectations that we need to meet. Always pay attention to the briefing, and you'll be rewarded properly. Now, grab a primary weapon from the weapon cache with the supplies you just received. So, wir haben zum Beispiel jetzt einen Punkt bekommen, das heißt, wir können uns einen M16A4 kaufen. This is a standard issue primary weapon. Depending on your role in the field, you'll have different primary weapons available to you. For example, if you're a marksman, you'll have access to different high-caliber battle rifles. If you're a support, you'll probably be carrying an LMG. You get the idea. Eliminate all those targets through the plywood. Get acquainted with your primary.
Also was er erklärt hat, ist, dass man, je nachdem, was man für eine Klasse auswählt, wir haben jetzt gerade die, sagen wir, die Standardklasse Soldat, man kann in Multiplayer-Modus auch das Ganze wechseln, heißt man kann, von den Taliban gibt es verschiedene Klassen, solche Bombenleger oder so ein bisschen so ein Striker, der so eine Shotgun hat. Man kann halt von beiden Seiten so mehrere, sagen wir, Rollen auswählen, die halt verschiedene Waffen haben. Eine DMR zum Beispiel ist dabei, eine Sniper, eine Shotgun, verschiedene Karabiner bis hin zu kleinen Maschinenpistolen, also ist alles dabei. Und wir haben jetzt halt noch die Möglichkeit, hier noch Tracer-Munition zu nehmen, also so ein bisschen Leuchtspurgeschosse. Und gehen wir damit so auf den Schießstand. So. Good. Now, keep in mind, different weapon calibers will penetrate different materials. Being in concealment is not the same as being in cover. And that goes for the enemy as well. Be mindful of how thick your cover is and what weapons are being fired at you. Now, follow me. So, ganz wichtiger Punkt, was er erklärt hat, und zwar, es gibt hier auch Penetration im Spiel, heißt also, verschiedene Waffenkaliber können verschiedene Materialien durchdringen, zum Beispiel dieses, ja, diese Holzblätter hinten, das ist für eine M16 kein Problem. Natürlich hat man auch die Möglichkeit, mit der Taste X seinen Feuermodus umzuschalten, auf Semi oder halt auf Burst. Let's talk about your gear. Was eigentlich Standard ist heutzutage, sag ich mal, ja. You've just been given additional supplies. You can now purchase some attachments for your primary weapon or your sidearm. Regular weapon attachments include aim assists, like scopes for long-range engagements and non-magnifying sights for close to medium-range engagements. Other attachments will affect your recoil and handling, like the foregrip, which will decrease your recoil. You also have the option for a heavy barrel for long-range engagements, which will stabilize your aim. Other than those, you can find your suppressors, which will muffle your shots and hide your muzzle flash. You also have a laser sight to help you aim. It can be difficult to land your shots if you're not aiming down your sights. Having a pointer that tells you where your round will hit helps with that. It has decent range, just don't blind your buddies with it. And finally, you've got your flashlight attachment. I'm not gonna lecture on that one, it's pretty clear what it does. Try out a few attachments on those targets over there. Take your time. Just get familiar with them and meet me in the warehouse when you're done. So, es spricht ja den Punkt an, den ich vorhin schon ein bisschen ganz kurz erwähnt habe, und zwar diese Supply-Punkte kann man dann auch noch in Waffen investieren. Heißt also, ich kann zum Beispiel 3 Punkte investieren in so vielfach wie sehr. Wir haben jetzt ein bisschen die Möglichkeit, alles durchzutesten, weil jetzt er hier in dem nächsten Raum ist. Und jetzt manchmal hier zum Beispiel das, die schöne Funktion Bild in Bild, was ich sehr, sehr feier, in, jetzt auch in diesem Spiel, was sie noch ein bisschen besser umgesetzt haben als in anderen Spielen. Geht es natürlich ein bisschen mal auf dem Semi umzuschalten, dass man ein bisschen präziser ist. Man hat hier natürlich auch wie in Red Orchestra die Chance, so einen Fokus einzusetzen, dass man hier ein bisschen dann den Atem anhält. Also man hat da so ein paar Möglichkeiten. Ich würde sagen, wir nehmen nochmal, was können wir denn noch nehmen hier? Flasher, die funktioniert übrigens auch wie im Battlefield, auch mit Blenden und so, das ist auch sehr cool. Können wir hier so ein Foregrip und Heavy Barrel nehmen. Also man kann hier sehr, sehr viel spielen und man kann sich halt die Waffe nach Belieben anpassen. Und das Schöne, wie schon gesagt, ist, man kann sich das halt pro Runde auswählen, man muss nichts freischalten, man kann alles direkt am Anfang bekommen, wenn man halt diese Supply-Punkte in der Runde sammelt. Können zum Beispiel zum Abschluss nochmal so eine M249 nehmen, hat hier zum Beispiel auch verschiedene Attachments. Man hat hier zum Beispiel auch so ein Zweibein. Also alles das, was halt Battlefield heute drin hat, hat Insurgency schon längst dabei, also pff. Das Ganze, wie gesagt, ist halt irgendwo ein bisschen besser umgesetzt, ein bisschen mehr nachgedacht. Ich würde sagen, für den weiteren Weg nehmen wir mal die MK18 mit einem holographischen Visier. Hey, you see the wrecked car? That's a control point. You and your team will be required to capture strategic CPs in the area of operation. You need to make sure the control point is clear before you capture it. It is important to secure the perimeter around the CP. Go and capture the car. Also jetzt müssen die paar Basics, was so Flaggenmodi angeht, dass man auch erst einen Feind eliminieren sollte, bevor man was einnehmen darf. Now make your way to the next waypoint, clearing the warehouse as you go. Eliminate all the targets. I'll see you outside. Kannst du mal demonstrieren, was mit Penetration gemeint ist? Seht ihr, Kugel geht durch, ist kein Problem.
outside, come see me. Jetzt geht's an die explosive Sache mit den Granaten, auch so eine Sache. Alright, we're gonna talk about long range engagements. But before we do that, let's make use of that flashlight attachment of yours. If you don't have one, go ahead and resupply from the weapon cache over there. If you don't have enough supplies for it, you can trade some of your current equipment to get supplies. You're gonna be juggling supplies a lot. Don't be afraid to sell something important to get something more important. Now, we've placed 5 portraits of a dear old friend of ours out there in the dark. You might be able to see him without it, but I recommend you use your flashlight. Take him out. So, ein ganz kurzes Tutorial, was Flashlight angeht oder Laserpointer. Sollen hier die Bilder ausschalten, die verteilt sind. Nice job. You just made the world a better place. Let's talk about grenades and explosives. If you take a look at your gear, you can see that you have space for extra equipment. Depending on how many supplies you have, you'll be able to afford multiple types of grenades or explosives. We have access to 3 different types of grenades. Flash grenades, smoke grenades, and fragmentation grenades. I want to see how you can throw. Do you see the dumpster behind the windows on your left? Yeah, throw a frag in there. You can resupply your grenades to the weapon cache if you run out. So, Handgranate. Also, wir verkaufen mal die 2 Sachen hier. Also, er hat schon erwähnt, man soll immer, wenn man im Kampf die Möglichkeit hat, immer mal Sachen verkaufen, müssen sie ablegen, um halt neue, nützliche Dinge zu kaufen. Also, heißt, wenn man in einer Situation ist, wo es dunkel ist, lieber mal eine Taschenlampe kaufen, als einen Schalldämpfer zum Beispiel. So, nach dieser kleinen Überblendung melde ich mich zurück. Und zwar, wir haben ein kleines Problem. Das Spiel möchte uns nicht mehr weiterlassen. Und zwar, unsere Aufgabe lautete ja, wir sollen diese Handgranate durch diesen Fensterrahmen werfen, in diesen Müllcontainer rein. Das habe ich jetzt 2-mal gemacht, wie ihr vielleicht gesehen habt. Dann habe ich das Ganze mal gecuttet, weil es irgendwie nicht weiterging. Das Spiel wollte mich nicht weiterlassen. Dann habe ich eine Mission neu gestartet. Bis ich hergespielt ging auch nicht. Da habe ich gesagt, okay, ich gebe nur einen Versuch, starte das Spiel komplett neu und habe nochmal hergespielt. Und das exakte Ergebnis seht ihr hier. Es geht auch nicht weiter. Und ich habe ein bisschen gesucht im Forum, herausgefunden, dass es momentan, weil es halt eine frühe Version ist, noch ein paar Fehler geben wird. Und die meisten Fehler sind halt momentan noch in diesem Tutorial-Modus hier. Und zwar hatte ich schon mal letztens einen Fehler, wenn ich mit einem 16 am Anfang schieße, anstatt mit der Pistole, dann geht es auch nicht mehr weiter. Und hier ist es so, dass man irgendeinen Trigger braucht, der letztes aber nicht mitgeladen wurde. Und das Dumme ist halt, das wurde jetzt beim 3. Mal auch nicht mitgeladen. Und deswegen geht es halt nicht mehr weiter. Ja, ich könnte jetzt mal ganz kurz erzählen, schnell durch noch, was noch passiert wäre. Wir hätten jetzt noch ein bisschen Ratschläge bekommen, wie man einen Handgranaten richtig einsetzt, wie man Flash benutzt, wie man Smoke Grenades benutzt und am guten Ende noch die C4 benutzt, also Sprengstoff. Und im Anschluss hätten wir noch ein Scharfschützengewehr genommen, hätten noch ein bisschen in der Ferne geschossen und dann wäre es eigentlich vorbei gewesen, ja. Ich versuche das Ganze mal, wenn das Ganze ja gefixt ist, in anderen Tagen mal nachzuholen, nachzureichen. Und ich würde sagen, wir belassen es an dieser Stelle. Wir machen morgen dann offiziell weiter mit dem Multiplayer-Modus um 15 Uhr. Ich hoffe dennoch, ich habe euch einen kleinen Eindruck hinterlassen, einen guten Eindruck hinterlassen. Und falls ihr da Lust drauf habt und momentan das Spiel, was reduziert ist, um 10% kaufen wollt, da findet ihr in der Videobeschreibung einen Link dazu zum Steam Shop-Seite, sage ich mal. Und da könnt ihr euch das Ganze dann aneignen. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen nach oben da und ein paar Kommentare, wie euch das Spiel gefällt, damit ich weiß, ob das gut bei euch ankommt. Mir macht es auf jeden Fall Spaß. Und dann sehen wir uns morgen in aller Frische um 15 Uhr bei Insurgency mit dem allerersten Multiplayer-Gameplay. Bis dahin, euch noch einen schönen Abend. Ciao.